Heute ruft mich eine Firma aus Frankfurt auf meiner Callcenter-Crusher-Leitung für gescheiterte Existenzen an. Natürlich war der nicht aus Frankfurt, sondern aus England und er war auch kein Kontomanager, sondern ein Vermögensberater. Wie immer manövrieren sich diese Betrüger selber ins Aus, weil sie nicht damit rechnen, dass jemand schlaue Fragen stellt. So hat auch dieser hier sich Schritt für Schritt auf den Abgrund zubewegt, bis er nur noch springen oder auflegen konnte. Viel Spaß mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. So, jetzt bin ich da. Okay, Arnold Herdern mein Name, ich melde mich von FX Frankfurter. Also erlauben Sie mir bitte nur 2 Minuten von Ihrer Zeit, etwas zu erklären, ist wichtig. Wenn Sie sich nicht interessieren, dann werde ich nie wieder bei Ihnen melden. Ja gut, dann erzählen Sie mal. Dankeschön. Also ich bin ein Vermögensberater, also ich bin, sagen wir, ich arbeite schon international mit Kunden auf der ganzen Welt, egal ob sie sind Deutsch, Englisch, Italienisch, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe schon Ihre Daten in meinen Tisch heute bekommen, also ich weiß es nicht, wo haben Sie eine Anmeldung gemacht über die Investitionen, aber wie gesagt, als Vermögensberater, ich habe, sagen wir, eine Strategie wegen die Krieg, das momentan ist in also Russland gegen Ukraine, habe ich eine Strategie in den ganzen Kryptowährungen. Deswegen ich versuche eine Gruppe mit Leuten, mit Kunden zu finden und direkt an Krypto anzusteigen. Die Profite kann ich natürlich garantieren, ohne Verluste. Sie brauchen nicht einen großen Betrag zu investieren. Der Plattform ist natürlich legitim, Sie können das auch kontrollieren. Wir versuchen natürlich neue Kunden, das ist an unserem Interesse und wie gesagt, Sie werden mal schauen, also ich kann Ihnen auch erklären, also wie werden wir operieren und was werden wir machen. Okay. Kann ich Ihnen ganz, ganz richtig sagen, also in diesem Projekt, wenn Sie ansteigen, dann werden Sie Auszahlung jede Woche bekommen. Das bedeutet, dieses Projekt trifft in Kraft einen X-Betrag. Kann sein, das Minimumbetrag ist 300 Euro. Mit diesem Geld, wir werden arbeiten ständig und jede Woche, Sie werden auszahlen nur Gewinne. Sie bekommen auch eine Unterstützung von uns. Das ist ein Betrag, 500 Euro. Dieses Geld können Sie nicht auszahlen und an Ihrem Girokonto behalten. Aber mit diesen 500 Euro, wir haben die Möglichkeit, ein paar mehr Operationen öffnen und validieren und mit mehr Handelsvolumen weiter handeln. Dann glaube ich, 100, 120 Euro jede Woche Gewinne, glaube ich, ist schon ganz normal mit einem Minimumbetrag 300 Euro. Ja, vor allem, wenn Sie die ja garantieren. Wie garantieren Sie die Gewinne eigentlich? Das garantiere ich, weil das Projekt ist natürlich, sagen wir, basiert wegen amerikanischer Inflation. Das ist schon hoch gestiegen dieses Jahr mit 3%. Glaube ich, haben Sie das gelesen oder gehört. Plus garantiere ich, weil wir haben eine Gruppe mit Kunden, bedeutet 30 Kunden mit einem Finanzplan. Das bedeutet, wir nehmen den ganzen Profite und wir verteilen die Profite. Zum Beispiel, Herr Kleber hat verdient diese Woche 120 oder 300 oder 200, ist doch egal. Aber wir sprechen für, sagen wir, basiert an der Inflation, basiert an der Situation, das momentan passiert an der ganzen Welt. Wir garantieren in Kryptowährungen, sagen wir, richtig gute Profite. Und ich finde das mehr vernünftig und mehr profitabel, nicht wie die Aktie. Das muss man warten, sagen wir, ein Jahr für 5% Gewinn von einer großen Summe. Ja. Wir sagen ganz einfach, ohne Träume, ohne Werbung. Wenn Sie mir erlauben, dann wir werden zusammen eine Geschäftsbeziehung haben an unsere Zukunft. Wir werden uns in Kontakt bleiben. Ich kann Ihnen auch das Plattform zeigen. Nehmen Sie nicht als Werbung. Wenn Sie das nicht möchten, dann hören wir auf. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, dass jeder von uns möchte. Ich möchte einen neuen Kunde, Sie möchten Profite haben. Natürlich mehr Kunde für mich ist natürlich mehr potenziell, selbstverständlich für meine Arbeit.
Aber wie gesagt, Sie werden jede Woche ständig Profite von mir bekommen. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, aber die Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Wie garantieren Sie das? Wie garantiere ich das? Ja, wie garantieren Sie? Sie sagten, es geht um Krypto. Richtig? Genau. Ja, richtig. Krypto werden an der Börse gehandelt. Und an der Börse kann man nichts garantieren. Was kann nicht garantieren? Meinen Sie die Profite oder an der Börse kann nie etwas garantiert werden. Wie wollen Sie das garantieren? Okay, schauen Sie, ich hab mehr als 7 Jahre Erfahrung nur in Kryptowährungen. Das bedeutet, ich bin nicht ein Broker, ich arbeite in Aktien, Index, in solche allgemeinen Bereiche. Ich arbeite nur in Kryptowährungen. Das heißt, mit meiner Erfahrung und natürlich auch mit der Situation, dass momentan so ist, ich profitiere von der Situation und ich mache Profite. Bedeutet, wegen die Bewegungen von der Kryptowährung, glaub ich, Sie haben das auch gesehen. Ne? Das braucht man nicht zu viel zu reden. Das, glaube ich, haben Sie auch gesehen. Dass die Kryptowährungen momentan, die haben eine große Bewegung. Die sind schon untergefallen, die sind hochgestiegen natürlich. Und sie können jederzeit wieder fallen. Also ich kann auch verkaufen, ich kann auch kaufen. Das bedeutet, beide Seiten, ich verdiene. Ja, ach, Sie wollen also CFD-Handel, okay. Ganz genau, natürlich. Und wenn Sie möchten, selbstverständlich, wenn Sie möchten, mein Strategie wissen, dann 1 Stunde pro Woche, ich kann Ihnen natürlich gerne beraten und wir können zusammen 2, 3 Operationen öffnen. Ja, aber validieren, dann können Sie auch schauen. Ja, da habe ich mehrere Fragen dazu. Es ist ja allgemein bekannt, dass CFD-Handel das risikoreichste Handeln überhaupt ist. Sie sagen, Sie können es garantieren. Sie sagen, Sie haben lange Erfahrung. Lassen Sie mich doch auch mal Frage zu Ende stellen, erst dann antworten. Ja. Sie sagen, Sie sind seit 10 Jahren oder 8 Jahren. Haben Sie das studiert? Habe ich. Was haben Sie denn studiert? Also, wieso müssen Sie diese Information wissen? Also, ja, nun, wenn ich bei Ihnen einsteigen soll, dann möchte ich gerne wissen, ob derjenige seriös ist oder ob da derjenige von seinem Job was versteht. Also, ehrlich zu sein, Herr Kleber, ich möchte Ihnen gerne die Strategie zeigen. Also, mehr von meinem Leben, von meinen privaten Sachen, glaube ich, ist momentan also nicht so viel interessant. Doch, natürlich ist das interessant. Wenn ich investieren soll, möchte ich gern wissen, wo jemand das gelernt hat, was er macht. Also, was haben Sie studiert und wo haben Sie studiert? Ich habe schon in England studiert. Und wo? In London, London Exchange, also Crypto Exchange. Das ist kein Studiengang. Bei welcher Universität haben Sie studiert? Was für eine Universität meinen Sie jetzt? Also ja, genau, die Universität, an der Sie studiert haben. Also wissen Sie, die Situation ist so, ich kann Profite generieren und vielleicht habe ich auch keine Schule gemacht. Ich habe eine lange Erfahrung. Sie haben doch nicht studiert. Sie sagten, Sie haben studiert. Ja, aber vielleicht habe ich auch keine Schule gemacht, aber ich bin sehr gut in meiner Arbeit. Ja, das ist schon okay. Also haben Sie doch nicht studiert, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben studiert. Also haben Sie nicht studiert. Also wie denken Sie, dass ich 10 Jahre Erfahrung und ich habe nicht studiert? Oder wie meinen Sie es? Ja, natürlich. Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben keine Schule gemacht, also haben Sie nicht studiert. Und wenn Sie studiert haben, können Sie mir sagen, wo Sie studiert haben und wie Sie abgeschlossen haben. Also in diesem Fall, ich möchte gerne Ihnen weiter Sachen erklären, aber Sie möchten von meinen privaten Sachen wissen, das finde ich ein bisschen komisch. Ich möchte das wissen, was Sie als Broker betrifft, was Sie privat, das interessiert mich gar nicht. Sie würden ja auch nicht zu einem Arzt gehen und sich operieren lassen, wenn der Automechaniker ist. Deswegen möchte ich wissen, wie der Arzt studiert hat, was der gelernt hat. Und deswegen möchte ich von Ihnen wissen, was Sie gelernt haben. Also sprich, wo Sie studiert haben und welchen Studiengang Sie gemacht haben.
Also, wenn Sie möchten die Adresse haben von meiner Schule, dann natürlich, Nee, was das soll können ich Sie mir doch sagen? einfach Dann sagen. Das können Sie mir ganz einfach sagen, wo Sie studiert haben. also wenn Sie suchen, dann befinden Sie die Information bei Hager West Lansdowne. Nee, nennen Sie mir doch einfach den Studiengang, den Sie gemacht haben und wo Sie den gemacht haben. Welche Universität Also und ich habe welcher Studiengang? in Kryptographie habe ich studiert schon in London, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, nein, nein. Sie sollen mir sagen, welche Universität das war. Übrigens, Kryptographie ist etwas anderes als Kryptohandel. Sie wissen gar nicht, was Kryptographie ist, oder? Was meinen Sie dafür? Oh mein Gott. Also haben Sie nun studiert? Wenn ja, wo? Welche Uni? Hager West Lansdowne ist der Name. Wie? Buchstabieren Sie mal bitte. H. H wie Heinrich. A. Genau, A für Anton, L für Richard, Ja? G wie Gustav, Ja? R wie Richard, Ja. E wie Emil, Ja. A für Anton, Ja. V wie Vogel, Ja. E wie Emil, S wie Siegfried. Hargreaves. Dann Lansdowne. Leerzeichen. Ja. L, Ja. Ludwig. Ja. A für Anton. Ja. N, Nordpol. Ja. S, Siegfried. Ja. D für Dora. Ja. Otto. Ja. Wilhelm. Ja. Nordpol. Hargreaves Lansdowne. Ja, genau. Okay, gut, okay. Und was haben Sie da nun studiert? Ich habe studiert in allgemeinen Bereichen, aber wie Was, gesagt, allgemeinen Bereich? Es gibt keinen Studiengang allgemeiner Bereich. Welchen Studiengang haben Sie belegt? also, ich wollte nur was sagen. Ja, Es ich ja gibt auch. keine Schulung, es gibt keine Schulung nur für Kryptos. Nee, Damit natürlich. Sie, Eben, es deswegen gibt wollte ich ja Kurs, wissen, was. es ist keine Schule. Ja, Sie haben Kann gesagt, Sie haben man studiert. Welchen natürlich. Studiengang haben Sie belegt? Das war meine Frage. Also nochmal, die Schulung habe ich hier gemacht. Ich habe schon Ihnen doch gesagt, ich habe schon was studiert dort in allgemeinen Investitionen, Bereichen wie die Index, wie die Aktie. Nein, Aber meine. nein, es gibt keinen Studiengang allgemeine Investitionen. Also, Sie wissen das besser als ich, Ja, okay? richtig. Offensichtlich ja. Okay, was für einen Beruf machen Sie? Was Das sind Sie geht Sie beruflich? gar nichts an. Ich habe Ja, doch, Sie studiert. haben mich viele, viele Fragen gestellt und Natürlich ich habe beantwortet. nein, Sie haben mir nicht beantwortet. Sie haben mir jetzt noch nicht gesagt, welchen Studiengang Sie gemacht haben. Ich habe schon Ihnen gesagt, Index und Aktie. Nein, es gibt keinen Studiengang Index und Aktien. Gibt es nicht. Was meinen Sie? Also Das habe ich doch ganz ganz ehrlich, klar, das sagen habe Sie ich doch mir. mehrfach gesagt. Es gibt keinen Studiengang Index und Aktien. Okay, was sind Sie beruflich, wenn ich Ihnen fragen Das geht darf? Sie nichts an. Ich habe studiert und ich weiß, welchen Studiengang ich belegt habe. Sie wissen es offenbar nicht, also haben Sie nicht studiert. Okay, wenn Sie denken, dass ich habe nicht studiert, natürlich ist Ihre Meinung, ich werde Ihre Richtig. Meinung nicht ändern. Nee, ja, genau, Okay. das ist es. Wo haben Sie denn meine Nummer her? Ihre Nummer, ich habe schon, wie gesagt, in meinen Tisch heute Ja, bekommen, und mit woher? Ihrer, Woher? also von einer Werbungskampagne, dass Sie die Anmeldung gemacht haben. Und welche? Und welche? Also die ganzen Informationen kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war jetzt Warum nicht nicht? Das mit diesen müssen Sie sogar. Plattformen. Das müssen Sie Schauen Sie sogar nach deutschem mal. Recht. Sie müssen mir Ich bin, sagen, ich. Sie müssen von mir ein Double Opt-in haben, dass Sie mich anrufen müssen dürfen. Das habe ich Nicht Ihnen nicht richtig. gegeben. Da haben Sie recht.
Richtig. Also ich bin nicht verantwortlich, mit wie vielen Plattformen Sie Anmeldung machst oder in welchen Plattformen Sie Ihre Daten hinterlegt haben. Natürlich nicht, aber Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie mich anrufen. Und da müssen Sie mir belegen, wann ich Ihnen die Erlaubnis gegeben habe, mich anzurufen. Wann habe ich das gemacht? Das haben Sie gemacht heute um 10.22 Uhr. Das stimmt nicht. Ich habe Ihnen kein Double Opt-in gegeben. Wo habe ich Ihnen das gegeben? Okay, gut. Nur eine Frage. Ihre E-Mail beantworten Sie doch erstmal meine Fragen, bevor Sie Fragen stellen. Wo habe ich Ihnen die Erlaubnis gegeben, mich anzurufen? An dem Moment, dass Sie Ihre Daten hinterlegt haben. Nein. Das kann durchaus sein, aber das ist nicht so. Sie haben von mir keine Erlaubnis gekriegt. Das nennt sich Double Opt-in. Sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Ich habe volle Erlaubnis an dem Moment, dass Sie Ihre Daten hinterlegt haben. Nein, haben Sie nicht. Ich kann es Ihnen auch erklären. Es kann durchaus sein, dass mein Nachbar, der kennt meine Adresse und meine E-Mail und meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Wenn der mich einträgt, auf irgendwelchen Seiten, dann müssen Sie als Anrufer per Double Opt-in sich die Genehmigung holen, ob ich das überhaupt will, dass ich angerufen werde. Das habe ich aber bei Ihnen nicht gegeben, das Double Opt-in. Also machen Sie eine Kaltakquise und machen einen illegalen Anruf. Sie haben kein Double Opt-in. Ich habe nämlich kein Double Opt-in gegeben. Wie mache ich einen illegalen Anruf, wenn Sie Ihre Daten persönlich hinterlegt haben? Das habe ich Ihnen gerade erklärt. Wenn Sie es nicht verstehen, tut mir das leid. Ich verstehe das. Aber ich kann das eintragen. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Jetzt lassen Sie mich einfach mal ausreden. Meine Herren, Sie verstehen es wirklich nicht. Ja, natürlich. Also, Sie wissen gar nicht, was ein Double Opt-in ist. Ich habe Ihnen gerade erklärt, wenn mein Nachbar meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse irgendwo einträgt, dann müssen Sie als derjenige, der mich anruft, mich per SMS informieren und mir eine Nummer schicken und die Nummer muss ich Ihnen bestätigen. Haben Sie mir eine SMS geschickt? Nein, haben Sie nicht. Sie haben kein Double Opt-in. Sie haben keine Genehmigung, mich anzurufen. Okay, das macht, wie gesagt, das ist die Idee. Aber im Prinzip, wenn ich eine Nummer habe, dann natürlich der erste Versuch, was ich mache, ist erstmal den Kunden anzurufen. Und ja, aber Sie rufen illegal. Dann schicke ich ein Mail. Ja, Sie rufen illegal an. Sie hätten mir vorher eine SMS schicken müssen, wo ich die Nummer dann bestätige, dass ich den Anruf haben will. Habe ich bei Ihnen nicht gemacht. Also rufen Sie illegal an. Lieber Herr Kleber, also ehrlich zu sein, Sie sind die erste Person, dass solche Gespräche mit mir redest. Das tut mir sehr leid. Ja, also, das tut mir nicht leicht. Weil auf diese Art und Weise ist immer schön herauszufinden, wo jemand anruft. Wo sitzen Sie denn als Unternehmen? In Großbritannien. Okay, in Großbritannien. Haben Sie mir dann mal die Adresse? Wo Sie sitzen? Habe ich eine Adresse. Ja, dann nennen Sie mir die. Habe ich. Wieso brauchen Sie die Adresse? Ja, Sie wollen doch jetzt beweisen, dass Sie ein legitimes, seriöses Unternehmen sind. Oder wollen Sie das nicht? Okay. Nein, das mache ich. Habe ich kein Problem damit. Okay. Schreiben Sie mal 10. Ja. Paternoster. Bitte was? Paternoster, also P wie Paul, A für Anton, T wie Theodor, E für Emil, R für Richard, N für Nordpol, O für Otto, Siegfried, Theodor, Emil, Richard. Ja. Square, also SQ, einfach SQ. Ja. Dann klicken Sie einfach da drauf, die Postleitzahl ist E für Emil, C für Cäsar, Nummer 4, M. Ja. 7, L für Ludwig, S für Siegfried. Das ist das Postleitzahl. Suchen Sie einfach. Und ja. Okay, gut. Dann sind Sie also ein englisches Unternehmen, richtig? Ja.
Okay, gut, okay. Dann wie ist Ihr Firmenname? Frankfurter. Frankfurter. Frank Frankfurter mit R. Funken Frankfurter und weiter? .com. Punkt.com, okay. Gut, und Also Ihr Unternehmen gibt es da schon lange? seit 2016. Seit 2016, okay. Und Ja. gut, okay. Dann schauen wir das auch mal nach. Und Sie sind dann mit Sicherheit auch irgendwo reguliert als Finanzdienstleister, oder? Also wenn Sie möchten mir testen, dann natürlich kann ich Ihnen auch beweisen. Also ich weiß es nicht, wie Ja. gesagt, ob wir werden zusammen wie gesagt, ein Geschäftsbeziehung haben, aber wie Ja, gesagt, das entscheiden Sie. natürlich entscheide ich das. Aber in erster Linie wollte ich ja jetzt wissen, wo Sie dann reguliert sind. Ja. Ja. Also Sie haben zu viel Frage gestellt, aber ich habe keine Fragen erstellt. Wollte ich erstmal Ihnen fragen, also was sind Sie beruflich? Bin ich gespannt. Wie gesagt, das geht Sie nichts an. Ich frage ja nicht nach Ihren persönlichen Sachen, ich frage nur Ihre Firmendaten ab. Das ist alles. Und wo sind Sie jetzt nun reguliert als Finanzdienstleister? Bitte, was war die Frage nochmal? Wo sind Sie reguliert als Finanzdienstleister? Bei FCA. Ah ja, okay, bei der FCA. Gut, okay. Ja. Und dann haben Sie sicherlich auch Ihre Finanzdienstleister-ID, die Sie mir nennen können. Ja, normalerweise ja. Ja, gut, das ist doch prima. Dann sagen Sie mir das doch einfach mal. Nein, das werde ich Ihnen nie sagen. Ich habe so viele Sachen gegeben. Also Sie haben mir gar nichts gesagt. Also erstmal, was sind Sie beruflich? Also Aber glaube ich, Sie sind eine Journalist oder vielleicht sind Sie sind Sie nicht reguliert? eine Okay, Broker alles oder klar. vielleicht sind Sie eine YouTuber. Das weiß ich nicht. Also wenn Sie möchten, meine Zeit verschwinden, dann das ist nicht der richtige Moment. Wieso haben Sie Ihre Daten hinterlegt hier? Das ist die Frage. Ja, die Frage war ja, wo Sie reguliert sind. Die haben Sie mir ja noch nicht beantwortet. Sie möchten die Zeit von den Menschen verschwinden. Nee, ich bin ein Investor und ich möchte gerne wissen, bei wem ich investieren würde. Wie sind Sie ein Investor? Wenn Sie sind ein Investor, wieso ist diese ganze komische Sache hier passiert? Wieso haben mir nicht erstmal nicht gesagt, also was sind Sie beruflich? Das ist eine ganz einfache Frage. Ja, Was sind aber Sie Sie haben ja beruflich? meine Fragen auch nicht beantwortet. Warum soll Ja ich doch, dann? seit 10 Minuten habe ich Ihnen Nee, die Antwort nein, nein, gegeben. Sie haben mir ausweichende Antworten gegeben. Sie haben mir nicht gesagt, bei welchen Studiengang Sie belegt haben. Das ist die einfachste Sache der Welt. Also wollen Sie mir jetzt noch mitteilen, wo Sie bei der FCA, unter welcher Nummer Sie da registriert sind? Nein, das werde ich Ihnen nie Okay, sagen. alles klar, Also. dann weiß ich schon, dass Sie eine Betrüger sind. Jede ehrliche Okay. Firma, jede ehrliche Firma würde das machen. Die sind sogar dazu verpflichtet. Jeder echte Kunde macht nicht solche Situationen. Doch, Also Sie müssen, das jeder ist fast. echte Kunde, jeder echte Kunde informiert sich, bevor er irgendwo Geld investiert. Und Sie können das nicht Jeder. sagen, also sind Sie keine seriöse Firma. Jede Nein, das Deutsche, hat nicht zum zu tun. Beispiel, jede deutsche Firma, jede Bank, in der ich in Deutschland zusammenarbeite, wenn dich auch als Kryptobank oder als Aktienbank, wenn ich die Wo existiert ein frage, Kryptobank in Deutschland? darf ich mal ausreden, ich habe gesagt Aktienbank und das ist jede Menge, gibt es Ah, jede Menge. Und jede ja. Firma, die mit Aktien handelt, wenn ich da mit denen spreche und mit denen telefoniere und sage, hey, wo sind Sie reguliert? Dann sagen die mir bei der BaFin und dann geben sie mir die Nummer, mit der sie reguliert sind. Aber sie können Ihre mir das Testnummer, nicht. das weiß ich. Richtig, genau. Und das wollten Sie ja nicht machen. Genau. Also muss ich davon ausgehen, dass Sie nicht lizenziert sind. Ich gebe Ihnen schon, ich gebe Ihnen schon. Ja, dann Alles mal gut. los. Ich werde mal. Oh Mann, oh Mann. Also, ich bin,
Das hat nichts zu tun mit regulierten Sachen oder mit Dokumenten. Habe Doch, ich kein doch. Problem damit. Ich bin sehr, wie gesagt, es ist sehr komisch als Situation. Also wie Ja, das die Kunde macht. kommt und stellt die Frage und macht keine Ahnung. Das ist vielleicht bei Ihnen so, aber normalerweise ein regulärer und seriöser Kunde stellt immer diese Fragen. Vielleicht haben Sie nicht mit seriösen Kunden zusammengearbeitet oder mit dummen Leuten. Ich bin nicht dumm und ich weiß nicht, was ich zu fragen habe und wo ich meine Informationen kriege. Kann sein, kann sein. Ja, so kann das sein. Also, nennen Sie mir mal die ID bei der FCA. Einen Moment. Ich muss das suchen. Also ehrlich zu sein, ich habe das nicht benutzt. Na, ist ja kein Problem. Können Sie sich ja gerne raussuchen. Das mache ich gerade. Soll ich die Lizenznummer per Mail schicken oder Nö, brauchen können Sie Sie. nur die Nummer? Ich brauche nur die Nummer erstmal. Okay. Also, Lizenz. Also die Lizenznummer, was ich hier habe, ist also eine Autorisationsnummer von Lizenz 120/10. Was? 120/10. Nee, das ist nein. Die Lizenzsumme hat wesentlich mehr Zahlen. Also das ist die Autorisationsnummer von der Lizenz. Ja, das Weil die ist. Lizenz, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie haben das gehört, aber jeder Unternehmen, das online operiert natürlich, ist erstmal registriert und verifiziert in CISEC. Nee, nein. CISEC ist in Zypern. Wie? Sie sind aus bei der FCA und die sitzt in Großbritannien. Das sind zwei verschiedene Dinger. Zypern, aber jeder Unternehmen ist schon registriert in Zypern. Nein, das Der stimmt in. nicht. Ah, okay. Okay. Wenn Sie das so wissen, dann ist okay. Ja gut, also 120/10. Ja. Okay, dann schauen wir doch mal. Nee, es gibt keine. Unfortunately, we didn't found any results matching your search term. Also sprich, die Nummer ist nicht vergeben bei der FCA. Wo haben Sie gesucht, den FCA? Ja, natürlich. Ich habe schon Ihnen gesagt, das Autorisationsnummer wir haben von CISEC bekommen. Ja, dann geben Sie mir. Sie haben gesagt, Sie sind bei der FCA reguliert. Dann geben Sie mir die FCA-Nummer. Okay. Weil die CISEC hat ja nun nichts mit der FCA zu tun. Also jeder Unternehmen, das online operiert, ist schon registriert und verifiziert in CISEC. Nein, stimmt nicht. Okay. Nur eine Frage habe ich. Möchten Sie denn Zeit von den Leuten verschwinden oder was? Nö, ich möchte Informationen haben über das, was Ihr Beruf ist. Wenn ich bei Ihnen investieren soll, muss ich Informationen haben. Bis jetzt konnten Sie noch keine liefern. Okay. Die ganzen Informationen, ich kann auch per Mail schicken. Nö, das können Sie einfach sagen. Das sind einfach nur ein paar Zahlen. Okay. Das war's dann auch schon mit der Auskunftsbereitschaft des Vermögensberaters. Und er hat aufgelegt. Ich habe selten so viel Blödsinn am Stück gehört. Danke, dass ihr zugehört habt und lasst mir gerne einen Kommentar da. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschüss.